Ich stehe heute auf meinem Balkon und zeige euch, wie ihr ganz einfach ein mega feines Knoblauchbrot auf dem Grill machen könnt. Ich habe hier ein halbes Kilo Halbweissmehl. Das mische ich jetzt mit Salz, Hefe, ein bisschen Zucker und 400 ml Wasser. Das Ganze dann einfach gut umrühren. Über Nacht bzw. 10 Stunden gehen lassen und ihn zweimal kaputt gemacht. Kaputt gemacht heisst einfach so rein und dann wieder ruhen lassen. Ich nehme jetzt aus der Schüssel, wie gesagt, er hat super schöne Luftlöcher und teile ihn mal durch drei und dann forme ich 3 Baguette. Jetzt habe ich jetzt geformt, denen gebe ich jetzt noch ein bisschen Zeit, ca. eine Stunde bei Raumtemperatur noch mal ein bisschen aufgehen lassen und nachher gehen wir zum Grill über. Ich mache hier gerade die einfachste Kräuterbutter, die ihr machen könnt. Peterli. Ups, ich lebe ein bisschen. Butter und viel, viel Knoblauch.